Gehen wir mal hier Ausschau halten. Also einen Baum wollte ich hier nicht finden. Vor allen Dingen nicht, wenn er so kahl ist. Schnell. Damit kann ich wenig anfangen. Also komisch, dass gerade die anderen Lichtvölker, die Menschen und Elfen hier, das Erz haben wollen. Aber vielleicht wittern sie auch einen strategischen Vorteil. Irgendwie so wird es sein. Wieso geht eigentlich Halgard Arvik los? Wieso sind hier mehrere Halgards? Verdammt. Er hat es offenbar geschafft, die Klonmagie zu perfektionieren. Hier. Ist es das, was nachher in der Star Wars Welt zu den Klonkriegen führt? Mr. Halgard, Triple Avik. Ich höre. Vielleicht sind das auch Aviks aus ganz vielen verschiedenen Zeitepochen. Das kann ja auch sein. Er hat es geschafft, die Zeit zu manipulieren. Auf jeden Fall auch kein Erz hier in der Nähe. Nur eine komische feindliche weiße Hand, die wir auch noch vernichten wollen. Vorwärts! Folgt mir! Ich werde nun den ersten Halgard Arvik töten. Bin gespannt, was er zu mir zu sagen hat. Okay, kein Halgard Arvik, das freut mich schon mal. Kort, ich sehe dich ganz genau, wie du da im Unterholz umher streichelst und streichst. Auf mein Kommando. Du verdammter Penner. Zu Befehl. Halgard Arvik, ich kenne dich noch genau. Du hast damals schon meinem Runenfreund Probleme bereitet. Aber das ist ein Ende. Das macht nichts. Tritt mich ruhig in den Staub. Wo ich herkomme, da sind noch sehr viele. Denn wir sind Legion. Oh mein Gott. Haltet ihn auf. Er ist vollkommen wahnsinnig. Hier bin ich. So, meine Krieger schicke ich jetzt erstmal los. Da ist der nächste Arvik. Das ist doch vollkommen gestört. Ich meine... Haltet durch, Männer! Das ist immerhin ein Mob mit einem Namen. Haben die so sehr gepennt, als sie das freie Spiel gemacht haben, dass sie das nicht mitgekriegt haben? Das erscheint mir irgendwie komisch. So, ihr kommt jetzt mit nach oben. Wir werden jetzt das erste Lager dieser Menschen zerstören. Währenddessen werde ich mir noch mehr Krieger besorgen. Ja, vorwärts! Schaffe ich das alleine? Schafft Kord das alleine? Mit seinem Special Agent-Trupp? Schickt sie zum Seelenfluss. Solange keine weiteren Arviks hier herumlaufen, ist das vielleicht sogar ganz gut möglich. Die Rune ruft. Nein, Attacke! Geht es los? Da ist der Zwergentrupp. Das ist ein Hinterhalt. Oh mein Gott, wer überfällt uns da? Und Arvik ist nicht da. Was tun wir nur? Na, ruf doch einfach einen anderen Arvik. Die scheinen ja gerade irgendwie in Mode zu sein. Die Frau von heute trägt einen dekorativen Halgard Arvik in ihrer Hand. Man auch in den so viel verstauen kann. So, jetzt kann ich auch Verteidiger bauen. Da werde ich auch die Verbesserung kaufen. Ich mag die Verteidiger sehr gerne, aber das wisst ihr ja schon. Das ist eine meiner absoluten Lieblingseinheiten. Neben zum Beispiel den Windschützinnen, die ich auch sehr, sehr gut finde. Und die auch in Massen einfach total krank sind, weil sie einfach die Gegner einfrieren können und so auch eben Schaden abwenden können. Schaden. Und ja, der Gegner ist in der ganzen Zeit wehrlos. Kann niedergemetzelt werden. Man hat einfach keine Probleme. Gerade sammeln wir leider etwas langsam Mondsilber. Wie viel kostet denn der Verteidiger? Ja gut, er kostet 30. Das geht eigentlich. Braucht natürlich relativ lange, um gebaut zu werden.
Da haben wir das nächste Lager der Menschen. Wow, die legen es wirklich drauf an. Und sie haben hier auch schon eine Schmiede gebaut, um das magische Erz, was sie hier finden, schnell weiterverarbeiten zu können. Aber das erlaube ich einfach nicht. Seht ihr das Zucken in meinem Auge? Und los! Ich meine es verdammt ernst. Folgt mir! Hier bin ich! Marschieren los, zu allem entschlossen! Solange sie nicht mehr haben als nur diese komischen Brigand-Scharfschützen. Kann ich eigentlich gleich zum nächsten Lager marschieren. Nur zu! Wir sammeln uns hier. Vorwärts, Zwerge. Sie sind überall. Und los. Wenn man mal sieht, wie viel Schaden die machen. Ich finde einfach, Zwerge sind eigentlich mit die overpoweredste Rasse überhaupt. Weil alleine dieser Vorteil, dass man mit jedem besiegten Gegner eine Stufe aufsteigt, so eine Zwergeneinheit, das macht so viel wett. Das ist so unglaublich mächtig. Und entscheidet im Ernstfall sowieso über Sieg oder Niederlage. Kord steht hier natürlich mal wieder nur rum. Zu eurem Dienst. Das Licht ist ein Hinterhalt. Schwärmt aus. Zerstört die Gebäude. Kämpfer Ivor. Neue Pläne, die wir für die anderen Rassen benutzen. Oh Gott, da kommt ein Arvik in unsere Lande. Wir müssen ihn aufhalten. Könnte den Plan ernsthaft gefährden. Ja, komisch. Also weder von unseren Auftraggebern eine Spur. Noch von dem Erz. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass es relativ leicht zu finden sein sollte, wenn sie hier alle schon drum prügeln und wenn es diese Gerüchte immer gibt, dass sich hier das Erz aufhalten soll. Irgendwoher müssen die ja kommen. Oder wollte uns irgendein Perverser in seine Falle locken, wie zum Beispiel Halgard Arvik? Was für Orgien plant dieser Spast? Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Holy fuck. Ich bin etwas überwältigt. Das ist einfach zu viel für mich. Ich meine, das ist der erste Kerl, der Orgien mit sich selbst feiern kann. Vorwärts. Das klingt für mich irgendwie nicht gesund. Vorwärts. Nicht nur das, er kann sich auch selbst ein... Der kommt hier so nicht hoch. Da haben wir natürlich Erz, aber das ist Standarderz, das kenne ich ja schon. Endlich wieder. Das kämpfen. Kann damit nicht gemeint sein. Ja, vorwärts. Nächste Basis. Folgt mir. Für die Freiheit. Auch hier eine Schmiede zur Verarbeitung des Erzes. Ich meine nicht, dass die schon alles abgebaut haben. In die Schlacht. Und weiterverarbeitet und abtransportiert, man weiß es ja nicht. Runenkrieger, zu mir. Auch hier kann man nur mutmaßen. Lass sie nur kommen. 86 Schaden. Das ist schon ordentlich. So, verteilt euch mal wieder ein bisschen. Zuerst müssen die Türme down. Ein Stachelstahlschild. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie man sowas in eine Truhe tut? Ich meine, wenn man es mit der stacheligen Seite nach unten in die Truhe tut, dann spießt das Schild die Truhe auf. Und wenn man es mit den Stacheln nach oben in die Truhe tut, dann kann man es nicht anständig wieder rausholen. Das ist eine eine Lose-Lose-Situation. Das ist egal, was man tut. Das ist scheiße positionieren. Zur Ehre Aonies. So, ihr kommt jetzt mit. Ich will, dass ihr dieses Lager hier vernichtet. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch schafft. Und ihr kümmert jetzt euch mal um die Winterwacht-Schwertmeisterin, die mich nämlich gerade entdeckt hat, leider Gottes. Feindlicher Angriff!
Naja. Das Gute ist, wir sind im Norden eigentlich mittlerweile ganz gut durchgekommen. Haben hier einige Lager vernichtet. Nur zu! Sodass ich von da eigentlich keinen Druck erwarte. Die Winterwacht Tuse ist jetzt leider. Oh mein Gott, die Bambis rennen! Wo rennen sie hin? Nicht, dass sie Eberhard Bescheid geben. Die Horde rennt wieder. Ja, vorwärts! In die Schlacht! Meine Axt. Den haben wir erlegt. Mit festem Schritt voraus. Hier vorne noch ein Lager. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Kommt mit, Zwerge. Das Nervigste hier sind eigentlich die Türme. Von den Einheiten habe ich keine Angst. Du bleibst hier. Bereit. Das ist meine zweite Truppe. Das ist meine kleinste, ja. Folgt mir. Weg. Vorwärts. Jetzt ist es hier lang und die Elfen vernichten. Holy holy. Jetzt wird's aber nervig. Wollen wir das mittlere Haupthaus? Da. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Geht es los? Dann können wir da auch aufstocken. Wo ist der Feind? Vorwärts, Zwerge! Kümmert euch mal zuerst um die Einheiten. Wenn nämlich die Einheiten sterben, steigt ihr eine Stufe auf. Folgt mir. Und wir sind stärker. Dü-dü-düm. Zum Angriff! Ich dachte gerade, da läuft Halgard Arvik in meinen Reihen umher. Wäre ja noch schöner. Hier oben. Halte diese Wahnsinnige auf. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Bereit und los. Alle entschlossen. Es scheint, als hätten die Gegner tatsächlich keine Chance. Alle entschlossen. Zerstört ihre Gebäude. Nehmt ihnen ihre Hoffnung! Hier bin ich! Da! Tötet die! Und die brauche ich auch. Die können mal hier unten aushelfen. Wie wär's mit ein paar Kriegern? Hier bin ich! Die sind schneller produziert. Auf meinen Befehl! Kämpft, Männer! Geht es los? Guckt euch das an, niemand kann diese Zwerge aufhalten. Es ist auf mein Kommando. Ein einziges Abschlachten. Mir nach. Wenn ich etwas meinem Gegner nicht wünschen würde, dann ist es ein wütender Zwerg. Schnell. Mit einer Axt. Der haut ab. Soll mir recht sein. Hau ruhig ganz, ganz, ganz weit ab. Und auch hier wieder. Kein Zeichen auf das Erz. Hier, sofort. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, aber wir haben ja unsere starken Helden. Jagt sie! Tötet sie! Schickt sie zum Seelenfluss! Das scheint hier die Konklave der Elfen zu sein. Ein Opal, wie schön. Nur zu. Den hänge ich mir an meine edelsteinbestückten Hoden. Because I fucking rock. Das kam übrigens aus Kortsmann. Ich brauche keine Edelsteine für meine Hoden, damit die sich gut fühlen. Das bekomme ich anders hin. Vorwärts. Scheint so, als wäre hier der Übergang. Sofort. Eine kleine Weggabelung und ein neues Lager. Nur zu. Zwerge. Vorwärts, Zwerge. In diese Richtung. Nach Süden, bitte. Vorwärts, Zwerge. Da scheint eine größere Truppe zu kommen. Aber wir haben mehr als genug, wieder 13 Zwerge, um die aufzuhalten. Ja, es sind nur ein paar Elfen. Komm, Schwertmeisterin. Kriegt ihr kaputt. Oh, ist das ein Wegstein? Führt er uns tatsächlich zum Erz?
Es könnte sein, dass dieser Zwergentrupp etwas herausfinden Endlich wird. Wieder kämpfen. Vorwärts, Zwerge! Wo ist der Feind? Wo ist der Feind?